Hallöchen zu einer neuen Runde Subsistence. Es ist endlich soweit. Ich habe die Teile alle zusammen. Jetzt wird die Waffe gebaut. Was noch fehlt? Das ist ein wenig Strom. Den sollten wir aber gleich zusammen haben. Jo. Und dann schauen wir mal, ob wir die auch gleich ausprobieren können. Ich hoffe, an dem Felsen da ist vielleicht so ein Bär oder sowas. Wo man das mal testen kann. Ohne gleich dabei zu sterben. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass die Waffe kommt. Was die bringt? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Vielleicht wieder nicht so viel, wie ich mir erhoffe. Aber ist egal. Jedenfalls brauchen wir dann erstmal eine ganze Weile keine Waffenteile mehr. Und ich kann die Kisten einfach nur so einsammeln. Das war ein bisschen nervig. Immer diese Waffenteile, die Kisten und Kisten und es war nichts drin und wieder nichts und wieder nichts. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kisten ich da aufgemacht habe, bis ich die jetzt 21 Waffenteile zusammen hatte. Warum hört das schon vorher auf? Hallo, bei 2000. Ey, was soll das? Hallo? Der mobbt mich. Okay. Das war jetzt so wieder nicht geplant. Eins kommt rein, 011. Geht raus. Dann brauchen wir Sonne. Sonne. Okay, die bringt jetzt noch nicht so viel Licht, 33%. Bringt das Ding auch schon was? Jo. Aber es reicht noch nicht. Mann, ey. Jetzt fehlt das irgendwo noch was. Wenn ich jetzt das Ding anschmeiße und so schnell kann ich gar nicht darüber rennen. Ja, super Vorführeffekt. Ich habe gedacht, machen wir mal so auf die Schnelle. Na, so mal ganz locker. Aber so mal ganz locker machen wir es halt nicht. So, jetzt müsste es wieder hochgehen. 014 kommt rein. Jetzt schmeiße ich das Ding nochmal an und dann müsste der ja oben bleiben. Der ist gleich rausgegangen. Aber wir haben die 2000. Flinte und herstellen. Okay. So, den kurz wieder angeschmissen. Bis die Flinte fertig ist. Und voilà, da ist er. Jetzt, gut, den können wir das Glas mal wieder ausstellen. Machen wir mal ganz kurz. Nur 47 kommt rein, alles klar. Sieht gut aus, Kühlschrank läuft hoffentlich, oder ist der ausgegangen? Nee, der läuft. Sehr schön. So, Waffenteile rein. Munition raus. Rein theoretisch müssten jetzt dann ja zwei Patronen weggehen. Warum lädt er die nicht? Hä?
Einzelprojekt für doppelläufige Schrotflinten. Warum kann ich die nicht laden? Hä? Was ist denn jetzt wieder los? Ups. Braucht er die normalen? Das haut mich jetzt gerade so ein bisschen vom Hocker. Aber dann gucken wir mal. Nee, da muss er nicht drin. Okay, nehmen wir mal die. Flinte. Ah, okay, dann nimmt sie normalen. Warum nimmt er dann nicht die blauen? Hä? Oder muss ich die Waffe dann erst... wahrscheinlich aufwerten, oder? Okay. Und wir brauchen schon wieder Waffenteile. Jo. Ich gehe jetzt trotzdem mal gucken, ob die irgendwas bringt. Dazu gehen wir mal zu dem Felsen und hoffen, dass da irgendwie ein Bär in der Nähe ist. Ja, ist er. Ich muss nur halt von der anderen Seite ran. Und dann werden wir mal gucken, was die Schrotflinte bringt. Aber da sie nur 2 Schuss hat, ist das auch nicht so wirklich genial. Weil entweder ballert die richtig durch. Und dann schätzt man das Nachladen dauert ziemlich lange. Wir werden es gleich wissen. Ich hoffe, ich treffe. Bleib mal stehen, Junge. Musst du dich hinterm Strauch verstecken? Hat er abgezogen? Bleib doch mal ruhig. Der ging, glaube ich, daneben. Ach ja. Nee, 50. Dass der immer so tänzeln muss. Wieso treffe ich mit der Pistole nicht? Quatsch. Ach, jetzt bin ich völlig raus. Okay. Gut. Der Bär ist hinüber. Was macht der Wolf da? Ey, hallo? Na gut. Hallo, wo kommst du denn her? Ist der jetzt hinter mir? Nee, okay. Also eine chaotische Folge wie immer. Also ich glaube, die Waffe ist dann auch wieder erst so richtig gut,
wenn man die blauen Patronen benutzen kann. Sprich, das alte Übel. Wir brauchen wieder Waffenteile. Ach ja, es bleibt also alles beim Alten. Okay, jedenfalls haben wir das Teil jetzt. Das Nachladen dauert zu lange. Wenn da wirklich so ein großes Viech gegenübersteht, hast du Pech gehabt. Also zwei Schuss und dann eine andere Waffe. So wird es wohl werden. Naja, wir werden es testen. Hoffentlich mit weniger Chaos dann beim nächsten Mal. Tschüss.